Nach mehr als einem Jahr Umbau hat das Goethe-Institut am Samstag seine neue Bibliothek eröffnet. In den modernen Räumlichkeiten erwartet die Gäste ein vielseitiges und interaktives Angebot. Die Verantwortlichen des Instituts geben uns ein paar Einblicke in die Arbeitsweise der Bibliothek und die wichtigsten Neuerungen. Das Besondere an unserer neuen Bibliothek ist, dass sie viele verschiedene Raumkonzepte und Ideen in einem großen Raum, den Sie hier sehen, vereint. Das heißt, wir bieten mit dieser Bibliothek eine Möglichkeit, nicht nur für Mediensichtung, die Bücher, das klassische Raumbibliothekskonzept, sondern auch für den Austausch, das konzentrierte Lernen, Kommunikation oder einfach nur das Verweilen in einem der gemütlichen Ecken hier im Institut. In unserer Bibliothek, unseren Bestand kann jeder nutzen. Also wir sind geöffnet alle 6 Tage in der Woche und das bedeutet von Montag bis Samstag und Werktags, also von Montag bis Freitag, wir sind geöffnet von 8.30 Uhr morgens und bis 18.30 Uhr abends. Und Samstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr, also bis zur Mittagszeit. Wir sind fürs Publikum geschlossen nur am Sonntag. Unsere alte Bibliothek war ein weitaus kleinerer Raum mit der Konzentration auf den Medienbestand und auf die ruhige, stille Bibliotheksarbeit, wie man das so klassisch kennt. Unsere neue Bibliothek ist jetzt, wie schon gesagt, ein offener, multifunktionaler Raum. Das heißt, es geht hier nicht nur darum, Bücher lesen zu können und dass hier die ganze Zeit Stille herrscht, sondern auch, dass hier Veranstaltungen stattfinden werden, dass man mit den Leuten reden kann und dass man hier einfach arbeiten, rumhängen und einen Kaffee trinken kann. Da haben wir ganz unterschiedliche Veranstaltungen und Projekte geplant. Wir werden zum einen Workshops hier abhalten zum Thema Nachhaltigkeit. Wir werden aber auch, ich sag mal, die klassischen Goethe-Programme führen, wie Spieleabende, Filmabende, Lesungen, Diskussionsclubs. Was wir weitermachen werden, das müssen wir jetzt mal erarbeiten, weil dieses neue Raumkonzept auch damit einhergeht, dass wir die Zusammenarbeit im Institut zwischen den Kolleginnen neu entdecken wollen. Das heißt, dieser flexible, multifunktionale Raum ist für uns auch Anlass, agile Methoden und digitale Methoden in der Zusammenarbeit zu erproben. Und ich bin sehr gespannt, was wir da in der Schnittstelle von kultureller Programmarbeit, der Informations- und Bibliotheks- und der Spracharbeit erarbeiten werden. Also ich glaube, man kann gespannt sein und sollte das auf jeden Fall im Blick behalten. Parallel mit unseren traditionellen Medienangeboten wie Bücher oder Filme oder Zeitungen, Zeitschriften, Lehrmaterialien, hier können Sie auch andere Dienstleistungen bekommen, zum Beispiel unsere digitalen Angebote.